Guten Abend, ich bin Leyla Yagella und ich freue mich wirklich sehr, hier in Bern wieder sprechen zu dürfen. Auch wenn aufgrund dieser schwierigen Zeiten von Corona das jetzt alles virtuell stattfinden muss. Alles eine sehr aufregende Situation. Ich habe auch heute sehr mit der Technik gekämpft. Ich wollte eigentlich Ihnen eine schöne besprochene Präsentation schicken. Das hat alles nicht so geklappt, wie ich wollte. Deswegen muss ich jetzt leider meinen Audiovortrag getrennt und die Präsentation schicken. Ich werde Ihnen immer mal wieder sagen, welche Folie zu dem Teil gehört, den ich gerade bespreche. Ich hoffe, dass wir durch all diese Widrigkeiten gut durchkommen und freue mich auch später auf das sehr auf das gemeinsame Gespräch. Wir sind jetzt gerade erstmal bei der einführenden Folie, bei der ersten Folie Transsexualität und nicht-binäre Geschlechter, eine muslimische Perspektive. Wie gesagt, ich bin Leyla Yagella, ich bin selbst Muslimin, ich bin selbst Transfrau, insofern ist die Perspektive, die ich hier präsentiere, eine sehr persönliche. Ich bin von Haus aus Religionswissenschaftlerin und Ethnologin und habe mich auch als Religionswissenschaftlerin und Ethnologin sehr ausführlich mit dem Thema Geschlechterrollen, Geschlechter, verschiedene Geschlechterbilder in muslimischen Gesellschaften beschäftigt. Arbeite jetzt aber in einem Projekt, das Anders Ankommen heißt und vom VLSP, dem Verein lesbisch-schwuler, transgeschlechtlicher PsychologInnen, guten Abend, mein Name ist Leyla Yagella und ich darf Ihnen heute Abend eine muslimische Perspektive zum Thema Transsexualität, Transgender und nicht-binäre Geschlechter präsentieren. Ich freue mich wirklich sehr, hier wieder in Bern sprechen zu dürfen. Ich hatte ja schon mal vor einigen Monaten die Gelegenheit dazu und das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt ist es alles ein bisschen anders. Wir machen das alles online, virtuell. Es ist alles ein bisschen aufregend. Die Technik hat bei mir auch noch nicht so mitgespielt, wie ich es wollte. Eigentlich wollte ich Ihnen eine komplette Bildschirmpräsentation mit Kommentar zuschicken. Jetzt muss ich das leider getrennt machen. Ich werde Sie mit meiner Stimme durch den Vortrag führen und Ihnen dann immer wieder mal sagen, welche Folie meiner Präsentation dazu gehört. Wie gesagt, mein Name ist Leyla Yagella. Ich bin selbst Muslimin, ich bin selbst Transfrau. Insofern ist die Perspektive, die ich Ihnen hier präsentiere, eine sehr persönliche. Ich bin zudem studierte Religionswissenschaftlerin und Ethnologin und habe auch als Religionswissenschaftlerin und Ethnologin zu Geschlechter, Geschlechterrollen, verschiedenen Geschlechtern in muslimischen Gesellschaften geforscht. Insofern ist auch das ein Teil meiner Perspektive. Und ich arbeite mittlerweile in einem Projekt, das Anders Ankommen heißt und in Stuttgart in Deutschland sein Büro hat. Und wir beschäftigen uns oder wir bilden vor allem PsychotherapeutInnen und SprachmittlerInnen aus, die mit Geflüchteten arbeiten, die LSBTTIQ sind, also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell oder queer. Und die tatsächlich auch sehr oft aus muslimischen Gesellschaften kommen. Insofern ist da auch ein ganz starker Praxisbezug von mir, bei mir vorhanden. Daher diese Einführung, die gehört quasi zur Folie 1. Und wenn wir jetzt auf die Folie 2 gehen, dann können wir schon direkt mit einem sehr, sehr aktuellen Beispiel ins Thema einsteigen. Denn tatsächlich ist diese Tage etwas sehr Schönes passiert in Ägypten. Sie wissen vielleicht, dass
Gerade der Fastenmonat Ramadan ist für uns Muslime. An dieser Stelle wünsche ich auch allen einen gesegneten Ramadan, die es betrifft. Und Ramadan ist natürlich eine sehr religiös geprägte Zeit. Es ist aber auch grundsätzlich eine Zeit in vielen muslimischen Ländern, in denen es sehr viele besondere Entertainment-Programme gibt. Und in einem dieser Programme wurde jetzt gerade in den letzten Tagen ein sehr bekannter ägyptischer Schauspieler, Hisham Salim, interviewt. Und die Interviewerin hat ihn darauf, die Moderatorin hat ihn darauf angesprochen, was denn mit seiner Tochter eigentlich los sei. Und daraufhin hat er erzählt, und er hat es eigentlich sehr locker und in sehr einfache Worte gefasst gesagt: Meine Tochter Nura, so war mal ihr Name, ist jetzt mein Sohn Nur. Die Moderatorin hat natürlich erstaunt nachgefragt und es hat sich da ein Gespräch zu dann entwickelt. Und was aber besonders schön ist, was sehr, sehr berührend war in diesem Gespräch, ist es so, Hisham Salim hat sehr mit den Worten gerungen, weil die heutige moderne arabische Sprache nicht wirklich Worte wie transsexuell, transgender bereit hat. Insofern war es für ihn nicht ganz so einfach, die ganz konkreten richtigen Worte zu finden, um sein Kind zu beschreiben. Aber er hat das alles sehr natürlich rübergebracht. Es war einfach so ein, ja, so ist es, das ist die Realität. Ich liebe mein Kind. Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft mehr Respekt für diese Menschen aufbringt, denen es so geht wie meinem Sohn. Und das war etwas sehr Überraschendes, dass sofort also die ägyptische Gesellschaft hat gleich sehr viel darüber diskutiert. Und natürlich, es gab die leider zu erwartenden sehr negativen Kommentare dazu. Es gab Bemerkungen, die gesagt haben, das geht nicht in unserer Kultur, das geht nicht in unserer Gesellschaft, das ist gegen unsere Religion. Es gab Beschimpfung. Es gab aber tatsächlich auch ganz, ganz viele positive Rückmeldungen und sehr viele Menschen haben das eigentlich als sehr wunderbar wahrgenommen, was der Schauspieler dort präsentiert hat. Das zeigt uns, glaube ich, wir haben in unseren Köpfen immer sehr simple und einfache Bilder darüber, wie solche Themen heute in muslimischen Gesellschaften angegangen werden, haben sehr klare Ideen darüber. Und verkennen aber, dass es eben auch immer komplexe Gesellschaften gibt, in denen es immer verschiedene Diskurse auch zu diesen Dingen gibt. Und zwar auch unter religiösen Menschen, auch unter den religiösen Gelehrten, nicht nur in der allgemeinen Gesellschaft. Was wir auch verkennen, ist, dass diese Diskurse eigentlich tatsächlich in, so wie sie sich heute oft darstellen, gar nicht so sehr von Religion geprägt sind. Und vielleicht auch gar nicht so sehr davon, was die Menschen tatsächlich zu Hause diskutieren oder eben in den sozialen Medien, sondern auch ganz stark einfach durch politische Gegebenheiten geprägt sind. In Ägypten hat es leider in den letzten Jahren sehr starke Verfolgungen von lesbischen, schwulen und auch Transmenschen gegeben, die vom Sisi-Regime ausgegangen sind. Die Politik hat sexuelle Minderheiten da einfach zum schwarzen Schaf erklärt, um sich auch als besonders moralisch und gut darzustellen. Und das Interessante ist, dass es eben gerade unter diesem Diktator Sisi passiert, der ja tatsächlich von westlichen, offenen Gesellschaften gewollt war, während es tatsächlich Schwulen und Transmenschen, zum Beispiel unter der vorherigen gewählten Muslimbrüderregierung, wesentlich besser ging als jetzt. Ja, also das ist auch etwas, was wir dabei immer im Blick haben müssen. Wenn wir auf Folie 3 gehen, dann sehen wir eine Karte der muslimischen Weltgesellschaft, der World Muslim Population. Und ich zeige diese Karte in diesem Zusammenhang immer sehr gerne, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie absurd das eigentlich ist, wenn wir irgendwelche Aussagen darüber treffen wollen, was zum Beispiel Transgender oder Transsexualität im Islam bedeutet. Wir haben einfach
kein, also wir sprechen von einer so gewaltigen Masse an Menschen und so vielen unterschiedlichen Kulturen. Und tatsächlich ist unser Blick auch häufig sehr eingeschränkt, denn unser Blick auf hier, wenn ich uns sage, meine ich jetzt hier wir in Mitteleuropa, weil wir, wenn wir an Muslime denken, immer die eigentlich an die denken, die uns irgendwie näher sind, die auch unsere Migrationsgesellschaft prägen. Das sind eben vor allem Muslime aus arabischen Gesellschaften. Es sind Muslime aus der Türkei zum Beispiel oder vom Balkan. Aber die machen noch längst nicht die Mehrheit der Muslime aus. Wenn Sie auf die Karte schauen und mal da schauen, wo es so richtig, richtig dunkel ist, weil da eine große Mehrheit von Muslimen lebt. Oder eine große ist nicht unbedingt immer eine Mehrheit, aber auf jeden Fall eine große Masse an Muslimen. Dann sehen Sie, dass da vor allem Südasien, also Pakistan, Indien, Bangladesch auffällt und dann auch Südostasien. Indonesien ist tatsächlich eine, ja, die größte muslimische Nation der Welt und tatsächlich unglaublich viele Muslime, auch wenn die prozentual nicht so viel ausmachen in diesem riesigen Land mit großer Bevölkerung, aber unglaublich viele Muslime gibt es unter anderem auch in China. Und da, also allein unter diesen Ländern, wenn wir uns da anschauen, was es da für Unterschiede gibt im Umgang mit Geschlecht und Sexualität, werden wir feststellen, dass es da einfach nur sehr wenige gemeinsame Nenner gibt. Natürlich berufen sich die Muslime dort alle auf den Koran und auf die Tradition des Propheten Mohammed. Es gibt bestimmte Prinzipien, da sind sich alle einig. Aber es gibt auch unglaublich viele lokale Ausprägungen. Wenn wir uns anschauen, wie es tatsächlich um das Thema Transsexualität, Transgender bestellt ist, wir waren gerade bei Ägypten, ich habe es kurz erwähnt. Jetzt unter Sisi in den letzten Jahren hat es dort sehr große, massive Verfolgungen gegeben, aber ohne dass es irgendwie ein Gesetz gegen LSBTTQ-Menschen gibt. Offiziell ist es legal, auch Homosexualität ist in Ägypten legal. Es wird über andere Gesetze gemacht, diese Verfolgung. Das wird über so Geschichten gemacht wie öffentliche, wie nennt man das, Störung der öffentlichen Moral oder sowas in der Art. Aber konkret gibt es da eigentlich keine Gesetze zu. Wir könnten über den Iran sprechen. Im Iran ist es so, dass Homosexualität stark kriminalisiert ist und das kann bis zur Todesstrafe gehen in Iran. Und gleichzeitig ist es so, dass tatsächlich geschlechtsangleichende Operationen für transsexuelle Menschen vom Staat gefördert werden und Transsexualität offiziell anerkannt ist. Es wird Iran häufig der Vorwurf gemacht, dass sogar homosexuelle Männer quasi dazu gezwungen werden, Geschlechtsangleichungen durchzuführen. Es gibt da sehr unterschiedliche Erhebungen und Studien zu. Die Sache scheint nicht ganz so einfach und klar zu sein. Afsaneh Najmabadi hat eine sehr ausführliche Studie dazu veröffentlicht, in der sie sagt, nee, so ganz sieht es nicht aus, aber es gibt natürlich ein Bedürfnis des Staates, bestimmte Dinge zu regulieren. Andererseits, wenn wir uns Pakistan anschauen, dort wiederum gibt es ein offizielles drittes Geschlecht seit 2009. Und Transmenschen werden häufig diesem dritten Geschlecht zugeordnet oder ordnen sich selber diesem dritten Geschlecht zu, und haben eine gewisse gesellschaftliche Rolle in Pakistan und auch grundsätzlich in südasiatischen muslimischen Kontexten. Ja, also hier haben wir drei ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Wir finden muslimische Kontexte, wo Transmenschen massive Verfolgung droht und wir finden auch muslimische Kontexte, in denen es eigentlich ein weitaus offeneres gesellschaftliches Klima gibt. Die Rechtslage ist überall unterschiedlich, die gesellschaftliche Lage ist überall unterschiedlich und auch die religiösen Bezüge sind überall unterschiedlich. Wir können nicht sagen, es gibt die muslimische religiöse Position zu diesem Thema. Wenn wir
Auf Folie 4 gehen, da habe ich Ihnen ein Zitat rausgesucht aus einem Text von Thomas Bauer. Thomas Bauer ist jemand, der sich sehr ausführlich mit der Geschichte des islamischen Rechtes auch beschäftigt hat. Und hier in dem Zitat finden wir ein gutes Beispiel wie dafür, dass es jetzt nicht unbedingt sich um Transsexualität dreht oder um LSBTTQ, aber das doch ganz gut veranschaulicht, dass die Vorstellung, die wir in unserem Kopf darüber haben, was islamisches Recht eigentlich ist, was es historisch war und was es tatsächlich für die Menschen bedeutet, dass diese Vorstellungen häufig nicht viel mit der historischen Realität zu tun haben. Thomas Bauer sagt, in der islamischen Geschichte wurden Scharia-Regeln als Richtschnur verstanden, in der Rechtspraxis aber flexibel gehandhabt und mit anderen Rechtstraditionen abgeglichen wurden. Auch hier gab es eine Diskurspluralität. Meines Wissens gab es in der Zeit zwischen 800 und dem 20. Jahrhundert nur einen einzigen sicher bezeugten Fall einer Steinigung wegen Ehebruchs aus dem Kernbereich des Islams. Er trug sich um das Jahr 1670 im Osmanischen Reich zu, war, wie die modernen Fälle ja auch, politisch motiviert und sorgte für einen handfesten Skandal. Der verantwortliche Richter wurde abgesetzt. Der Chronist, der von dem Fall berichtet, zeigt sich ebenfalls empört. Er hält Steinigungen keineswegs für islamisch. So etwas sei seit der Frühzeit des Islams nie mehr vorgekommen, stellt er entrüstet fest. Auch für ihn waren Steinigungen etwas Atavistisches und Unmenschliches. Ja, also wir können aus diesem Beispiel rauslesen, dass eigentlich, also so diese Idee, es gibt irgendwie ein islamisches Recht. Und das hat irgendwie sehr strenge Vorstellungen und Regeln und traditionell auch Strafen, was Sexualität angeht, dass sich das eigentlich nicht bestätigen lassen kann, sondern es gab immer schon genauso wie wir es jetzt erleben, dass es in Ägypten eine Diskussion gibt zum Fall eines transgeschlechtlichen Sohns eines bekannten Schauspielers, wo es ganz unterschiedliche Meinungen und Positionen gab. So gab es schon immer auch in den Rechtstraditionen unterschiedliche Meinungen und Positionen. Und es ist keinesfalls so, dass wir davon sprechen können, dass da um jeden Preis immer mit Strenge gewaltet wurde. Wir haben die Vorstellung, dass das islamische Recht allerdings sehr stark zwischen Geschlechtern unterscheidet. Und das muss natürlich auch insbesondere für Transmenschen eine besondere Herausforderung sein. Ja, und es stimmt zum Teil auch. Also tatsächlich ist es so, dass natürlich sehr vieles im Islam anhand von Geschlechtern geregelt ist. Ja, wenn man bestimmte Vorgaben, wie wir beten sollen zum Beispiel, sind für Männer anders als für Frauen. Bestimmte Vorgaben, wie die Pilgerfahrt abgehalten werden soll. Es gibt andere Vorschriften, was das Erbrecht angeht. Ja, also es gibt sehr viel, wo sehr unterschieden wird zwischen Männern und Frauen. Und das erweckt den Eindruck, und diesen Eindruck haben auch sehr viele Muslime selbst, dass der Islam erstmal von einer ganz massiven Unterschiedlichkeit der Geschlechter ausgeht. Und das ist aber nicht unbedingt so gegeben. Tatsächlich sagt der Koran, und ich gehe hier jetzt nochmal eins weiter auf Folie 5. Im Koran steht in Sure 4, Vers 1, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einer einzigen Seele erschuf, im Arabischen min nafsin wahidatin, und aus ihr schuf er ihr Gegenstück, Saujaha, und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Wahrlich fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Bande des Schoßes, gewiss, Gott ist Wächter über euch alle. Ja, also bevor der Koran darüber spricht, über Männer und Frauen spricht, spricht er erstmal davon, dass alle aus einer einzigen Seele erschaffen worden sind, min nafsin wahidatin. Und das Interessante ist, dass die arabische Sprache hier auch keine binäre Genderung eigentlich impliziert. Also sowohl das Wort nafs ist feminin als auch
Saudja das Gegenstück. Ja, also eigentlich haben wir hier ein, wenn wir von einem Paar sprechen müssten, hätten wir hier ein weibliches Paar. Also es ist hier sehr stark in der Sprache auch ausgedrückt, dass es wirklich um eine ursprüngliche Einheit der Geschlechter geht. Und das ist insofern auch hier sehr, sehr, sehr wichtig, da die Sure 4 tatsächlich die Sure im Koran ist, in der am meisten über spezifische Regelungen der Geschlechter, die sich auf die zwei, erstmal zwei Geschlechter beziehen, gesprochen wird. Also das ist eigentlich die Sure, wo wir all diese Regelungen finden, wo es dann um Erbrecht geht und welche Rolle die Frau hat und welche Rolle der Mann und das ist alles in dieser Sure eigentlich drin. Und da steht eben als allererster Satz, ihr wurdet aus einer einzigen Seele erschaffen. Dieses Prinzip wird auch anderswo im Koran immer wieder betont. Ja, wir haben tatsächlich anderswo, wenn wir auf Folie 6 gehen, da wird über Beziehung, über Partnerschaft gesprochen in dem Koranvers und da heißt es, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er aus euch selbst Partner erschaffen hat, damit ihr in ihnen Ruhe findet und er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Das ist sehr, sehr einprägend und auch hier ist es wichtig, dass die Sprache, die arabische Sprache, hier keine binäre Genderung vorgibt tatsächlich und eben auch betont quasi, dass unsere Partner, und hier wird quasi Aswaj benutzt, was der Plural ist, der für alle Geschlechter gelten kann, dass die aus uns selbst erschaffen wurden. Ja, also es ist auch da, es wird ganz stark eine Einheit betont. Und an anderer Stelle, und jetzt wird es spannend, falls Sie das, was ich bis jetzt gesagt habe, noch nicht spannend fanden, an anderer Stelle finden wir dann auf einmal auch nochmal andere Vorstellungen über Geschlechtlichkeit. Wenn Sie auf Folie 7 gehen, da habe ich Ihnen aus dem Koran Sure 24, Vers 31 ausgesucht. Und das ist der Vers, wo es tatsächlich immer wieder, also der dafür herangezogen wird, wenn es um die Frage des Kopftuches geht. Auch da muss man sagen, da gibt es unterschiedliche Interpretationen zu, auf die ich an dieser Stelle jetzt nicht genauer eingehen kann. Aber in dem Vers heißt es, sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen. Dann habe ich ein bisschen was ausgelassen, weil es sonst etwas viel wird. Und dann später, und sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren und ihre Zierde nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was sichtbar ist. Und dass sie ihre Tücher um sich schlagen sollen und ihre Zierde niemand anderem enthüllen sollen als ihren Gatten oder Vätern. Und dann werden einige andere Verwandte noch erwähnt. Und dann heißt es aber, oder solchen von ihren männlichen Dienern, die keine männlichen Qualitäten haben. Das ist ein sehr interessanter Satz. Solche von ihren männlichen Dienern, die keine männlichen Qualitäten haben. Ich habe es jetzt sehr umständlich übersetzt. Es ist auch nicht so ganz einfach ins Deutsche zu übersetzen. Das Spannende ist, dass die heutigen Korankommentatoren oft große Schwierigkeiten mit diesem Satz haben und nicht genau wissen, wer damit gemeint ist. Also sehr häufig wird dann gesagt, ja, das sind alte Männer, die nicht mehr so potent sind, zum Beispiel. So was natürlich irgendwie, ja gut, was soll das heißen? Okay, vor alten Männern dürfen Frauen dann nackt rumlaufen. Das ist irgendwie auch ein bisschen eine Vorstellung, die etwas absurd erscheint in diesem Kontext tatsächlich. Das Interessante ist, dass die klassischen Kommentatoren früher sich eigentlich sehr sicher darüber waren, welche Personen damit gemeint waren. Denn es gab in der arabischen Gesellschaft, in der frühen arabischen Gesellschaft Menschen, die wurden Muhannathun genannt. Und das waren Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde,
die sich aber eher weiblich gaben, eher feminin gaben, sich teilweise auch weiblich kleideten und die nicht als richtige Männer gesehen wurden. Wir können mit unserem Blick sagen, das ist vielleicht eine Form von Transgender oder Nichtbinarität, aber natürlich sind das Kategorien, die man nicht so ganz einfach auf diese Zeit und Kultur damals projizieren kann. Auf jeden Fall gab es es gab eben eine Geschlechtlichkeit, die nicht ganz von biologischen Gegebenheiten abhängig war und wo, ja, wo etwas stattfand, was wir mit unseren Ideen von Transgender gleichsetzen können. Und wir finden auch Erwähnungen in den Traditionen des Propheten über diese Menschen. Und diese Erwähnungen sind interessanterweise sehr ambivalent und sie können von Gelehrten sowohl positiv als auch negativ gedeutet werden. Und das ist in der Geschichte auch passiert. Wir haben zum Beispiel eine Tradition, die finden Sie auf Folie 9, wo es heißt, es wird berichtet tatsächlich von einer Frau des Propheten Aisha. Ich habe Ihnen das in der Folie jetzt hier auf Englisch zitiert und erzählt es Ihnen aber jetzt hier mal auf Deutsch. Also es gab einen Muhannas, der offensichtlich regelmäßig die Frauen des Propheten besuchte. Und das war offensichtlich schon seit einer Zeit so und es war ganz üblich. Und dann wird eben da auch dieser Ausdruck aus dem Koran erwähnt. Man nahm an, dass er zu denjenigen gehörte. Die Männer, die keine männlichen Eigenschaften haben. So. Und eines Tages besuchte aber der Prophet seine Frauen und dieser Muhannas war dort und er hörte, wie dieser Muhannas über Frauen in einer sehr unanständigen Art und Weise sprach. Und daraufhin sagte der Prophet, nee, ich will nicht mehr, dass der zu euch kommt, ich will nicht mehr, dass der euch besucht. Einige Gelehrte haben daraus geschlossen, dass der Prophet grundsätzlich nicht mehr wollte, dass Muhannathun seine Frauen besuchen. Aber es haben auch sehr viele Gelehrte gesagt, nein, was wir hier sehen ist, was den Propheten gestört hat, war dieses spezifische Verhalten dieses einen Muhannas, dass er so unanständig mit seinen Frauen über andere Frauen gesprochen hat, das hat ihm nicht gefallen. Wir wissen, dass es zur Zeit des Propheten Muhannathun gab und wir wissen auch, dass sie danach in muslimischen Gesellschaften geduldet wurden. Also wir sehen nicht, dass mit dem Aufstieg des Islam diese besondere Geschlechterrolle auf einmal ausgelöscht wurde. Im Gegenteil, es gab dann in der Zeit des frühen Kalifats richtige Stars unter den Muhannathun, denn die Muhannathun waren auch sehr beliebt im Entertainment, als Sänger, als Musiker. Und da sind einige ziemlich bekannt und beliebt gewesen und waren einfach auch ein wichtiger Teil von urbanen Kulturen. Und dann haben wir noch diesen Umstand, dass sich eben auch zu jener Zeit des frühen Kalifats, als sich urbane Kulturen entwickelten, die ersten großen muslimischen städtischen Zivilisation. Ja, zur Zeit des Propheten war es ja eine sehr stark nomadische und kleinstädtische Kultur der Wüste gewesen. Das wuchs dann mit der Ausbreitung des Islams. Und Sie wissen vielleicht, dass es auch einen unglaublichen Boom an Wissenschaft gab, an Naturwissenschaft in jener Zeit und dass sich auch muslimische Gelehrte sehr intensiv mit der griechischen und indischen Medizin auseinandersetzten und diese weiterentwickelten. Und es gab sehr viele Menschen, sehr viele Gelehrte in der damaligen Zeit, die quasi, weil wir das in Europa immer mit der Renaissance assoziieren, nennen wir solche Menschen Renaissance-Men im Englischen. Es gab sehr viele Leute, die zum Beispiel gleichzeitig Religionsgelehrte waren, Richter waren und die aber gleichzeitig auch Mediziner waren oder zumindest ein großes Interesse an medizinischen Fragen hatten. Und diese Gelehrte haben sich dann auch aus dieser Perspektive, aus der medizinischen Perspektive sehr genau damit auseinandergesetzt, was
Ist denn eigentlich überhaupt Geschlecht? Und wie können wir das verstehen, was Geschlecht ist? Und tatsächlich gab es schon sehr früh dann unter muslimischen Gelehrten die Entdeckung, dass Geschlechter nicht so ganz einfach zu fassen sind und dass es eben auch Phänomene gibt wie Intergeschlechtlichkeit und dass sich auch das Verständnis davon, wie Geschlechter, wie sich ein Mensch selbst einem Geschlecht zuordnen würde, sich verändern kann. Und wir finden dafür sehr viele Beispiele für diese Entdeckung in der muslimischen medizinischen Literatur. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das ich immer wieder sehr gerne zitiere. Sie finden es auf der Folie 11. Und es stammt aus dem Buch Before Homosexuality in the Arab Islamic World, 1500 to 1800 von Khaled el-Ruhayb. Und el-Ruhayb erwähnt, the Damascene judge Muhammad Akmal ad-Din related at first hand a story that occurred in Damascus in 1545 to 46. A man loved a beardless bookbinder by the name of Ali. The latter actually turned out to be hermaphrodite and was judged by physicians to be more a female than a male. A local judge subsequently declared the bookbinder to be a woman. Ali promptly became Alia and could thus be married to his or rather her admirer. Also uns wird diese Begebenheit erzählt, die ein Richter berichtet oder erlebt hat im 16. Jahrhundert in Damaskus, dass ein Mann mit einem bartlosen Buchbinder, der Ali hieß, also er verliebte sich in diesen jungen Mann. Und es stellte sich dann aber heraus, dass irgendwie eine Form von Intergeschlechtlichkeit bei diesem jungen Mann vorlag, wobei wir auch nicht so ganz klar wissen, was da in diesem Kontext damit gemeint ist, weil die Definitionen nicht unbedingt die gleichen waren wie unsere heute. Es wird von einem Hermaphroditen gesprochen. Und Ali unterzog sich dann einer Untersuchung eines Arztes und der Arzt sagte, naja, eigentlich bist du ja mehr weiblich als männlich. Und dann erklärte der Richter ganz offiziell Ali zu einer Frau und das glückliche Paar konnte heiraten. Was ich sehr spannend finde, ist, dass dieser Prozess, der uns hier im Osmanischen Reich, im Damaskus im 16. Jahrhundert begegnet, eigentlich ein Prozess ist, der dem sehr ähnlich ist, wie heute bei uns Geschlechtsangleichungen auch durchgeführt werden. Ja, also es gibt eine ärztliche Untersuchung und dann gibt es einen Richter, es gibt eben diesen medizinischen Prozess, es gibt dann den legalen Prozess. Und dann kann eine offizielle Geschlechtsangleichung durchgeführt werden. Das war schon in Damaskus im 16. Jahrhundert so möglich. Was man von solchen Prozessen halten soll, also auch an unseren heutigen Prozessen in diesem Kontext habe ich sehr viel Kritik. Das ist eine ganz andere Frage. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, dass sich da eine Gesellschaft und Ärzte und Richter und Gelehrte schon ausführlich Gedanken gemacht haben um solche Themen. Grundsätzlich, das kann ich hier nur sehr kurz anschneiden, weil langsam die Zeit auch rum ist. Aber wir haben ja noch ganz an, ich möchte kurz erwähnen, dass wir in der muslimischen Geschichte auch noch ganz andere Diskurse zu Geschlecht haben. Und Sie finden das auf den Folien 12 und 13. Die islamische Mystik hat in sehr vielen muslimischen Gesellschaften eine sehr große Bedeutung gehabt und hat es auch heute noch. Und gerade in der muslimischen Mystik wird immer auch eher von einem dynamischen Geschlechterverständnis ausgegangen. Da wird Geschlecht nicht so sehr mit Biologien assoziiert. Und ich habe es ganz am Anfang schon mal erwähnt, es gibt eben auch heute muslimische Gesellschaften, in denen es ganz offiziell bestimmte Vorstellungen von Geschlecht gibt, die uns überraschen. Unter anderem in Pakistan, wo es ganz offiziell ein drittes Geschlecht gibt, wo sich Transmenschen auch diesem dritten Geschlecht zuordnen.
häufig, es gibt Transmenschen auch heute, die sagen, nee, wir wollen es lieber so wie in westlichen Gesellschaften, dass wir das Geschlecht einfach ändern können. Das ist auch tatsächlich möglich in Pakistan, aber sehr viele pakistanische Transmenschen sind auch sehr froh und sehr stolz darauf, dass sie einen besonderen Status haben, der auch tatsächlich in der muslimischen Geschichte Südasiens häufig mit besonderen Rollen in der Gesellschaft assoziiert wurde. Dieses dritte Geschlecht, in Indien spricht man von Hijra, in Pakistan gilt heute eher der Begriff Rajasara als politisch korrekt, bildet eigene Gemeinschaften, hat eigene Regeln, eigene Traditionen und sieht sich tatsächlich auch in einer gewissen spirituellen Funktion. Ja, also es gibt in muslimischen Gesellschaften in Südasien diese Vorstellung, dass diese Menschen, dieses dritte Geschlecht ganz besonders auch von Gott gesegnet wurde, dass die Gebete dieser Menschen, gerade weil sie an anderen Stellen auch viel Unterdrückung erleiden und Diskriminierung und Marginalisierung und weil sie nicht am normalen, in Anführungsstrichen, Leben der Menschen teilnehmen, dass Gott gleichzeitig ihre Gebete besonders anerkennt. Ich habe lange in Gemeinschaften dieses dritten Geschlechtes gelebt, in Indien und Pakistan, und Sie können auf den Folien 15 bis 18 einige Bilder aus meiner Zeit dort sehen. Als ich dort war, also als ich zum ersten Mal dort war, das war so 2000, ja, tatsächlich 2000, also schon 20 Jahre her, war dieses dritte Geschlecht kulturell sehr präsent in Indien und Pakistan, aber es gab noch keine rechtliche Verankerung, keine wirkliche, ja, es gab diesen offiziellen dritten Geschlechtsstatus noch nicht. Es hat sich seitdem unglaublich viel getan, sowohl gesellschaftlich, wenn Sie auf Folie 20 gehen, dann sehen Sie eine gute Freundin von mir, Kami Sid, eine pakistanische Transfrau, die sehr bekannt ist als Model und auch als Schauspielerin. Auf Folie 21 sehen Sie ein Werbeplakat, wo eine pakistanische Transfrau sich zur Wahl aufgestellt hat in einem, wie nennt man das? Sie würden vielleicht sagen, gibt es? Ich kenne mich nicht so gut aus in der Schweiz. Vielleicht eine Kantonsversammlung oder sowas. Ja, also es gibt auf einmal sehr prominente Transfrauen in den Medien, in der Politik. Es gibt natürlich auch Widerstand dagegen und das können Sie auf Folie 22 sehen, wo in Karachi vor einigen Jahren so ein Poster aufgetaucht ist, wo jemand sagt, also das geht hier nicht und das ist alles nicht in Ordnung und wenn das hier Saudi-Arabien wäre, dann würden wir diese Menschen köpfen, anstatt ihnen Rechte zu geben. Aber im Großen und Ganzen sieht die pakistanische Gesellschaft eben auch deswegen, weil es schon eine lange kulturelle Geschichte hat, dass Transmenschen einen Platz in der Gesellschaft haben, eine Bedeutung und dass ihnen auch Rechte zustehen. Es hat 2009 dann eine Entscheidung des obersten pakistanischen Gerichtshofes gegeben, die dann diesen offiziellen Geschlechtseintrag, diesen dritten Geschlechtseintrag dort eingeführt hat. Und es gibt seit 2018 ein Antidiskriminierungsgesetz für Transmenschen, das tatsächlich unglaublich fortschrittlich ist, wesentlich fortschrittlicher als vieles, was ich hier in Europa kenne, da es ganz stark betont, dass die Identität von Transmenschen von ihrer eigenen Selbsteinschätzung abhängig ist und sie sollte eben nicht von medizinischen Untersuchungen oder Erklärungen abhängig gemacht werden. Menschen sollen als das respektiert werden, als was sie sich selbst sehen und präsentieren. Und das
ist ein sehr wunderbares Gesetz. In Pakistan dauert es manchmal. Es ist ein sehr großes Land, ein Land mit einer großen Bevölkerung, mit großen bürokratischen Herausforderungen. Und da dauert es sehr lange manchmal, bis solche Gesetze tatsächlich überall umgesetzt werden. Es gibt auch sehr viel Korruption leider in dem Land. Aber es gibt diese Grundlagen und die sind sehr gut und sehr schön. Es wäre noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Vielleicht kommen wir dann nachher im Gespräch dazu. Aber da jetzt ja schon wirklich einige Minuten hier vergangen sind, würde ich mich jetzt erstmal von Ihnen verabschieden und freue mich dann später weiter mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank.